Und da sind wir wieder zurück bei Die Sims. Wir sind noch immer hier bei der Arbeit und warten, dass er zurückkommt. Theoretisch sollte ich die Arbeit aufgeben und wieder neu anfangen, dass ich dann die andere Karriere beginne. Und das Telefon läutet, was mir aber egal ist. Ich will endlich die Sammelaktion hinter mir haben. Oh, das ist so mühsam. Das gibt's gar nicht. Oh, inzwischen 7. Ist viel weiter, ist genauso weit. Wie träumst du? Irgendwas wird kaputt anscheinend. Ah, hier. Dusche ist kaputt. Reparieren. Und die Anlage ist auch kaputt. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt arbeitet. Okay, der kommt gleich nach Hause. Das heißt 23 Uhr wieder, anscheinend. Genau. 3700 hat er verdient. So, Teile plündern. Und wegwerfen. So, dann darf er was essen. Abendessen. Danach darf er duschen. Ich überlege, ob ich nicht wirklich die Arbeit hier aufgebe und wieder neu anfange. Jetzt haben wir ja schon die höchste Stufe hier erreicht bei den Schmuggler. Da haben wir somit ja alles freigeschaltet. Ah ja, was ich jetzt eigentlich testen wollte ist, stopp. Wir haben hier jede Menge Zeug. Ich werde das lieber testen nach der Folge. Das Verkaufen. Wo sind denn die Blümchen? Hier. Ne, das sind die wenigen. Wir haben irgendwo hier tonnenweise davon. Wo waren denn die? Wo waren denn die? Hier zum Beispiel. Bei der Petersilie. Hier kann man das Zeug ja verkaufen. Aber ich vermute, wenn ich die 1000 Stück hier raufziehe, schmiert mir alles ab. Deswegen mache ich das erst nach der Folge und werde euch dann Bescheid geben, was da rausgekommen ist. So, du darfst öffnen. Band 2, wo ist denn 3? Band 1. Wo ist denn Band 3 schon wieder hin? Nö. Hat er es eingesteckt? Ah ja, es hat er eingesteckt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist schon die letzte Stufe der Sammelaktion.
kriegen wir das Merkmal Gutachter. Ah, hat er gleich 8 erreicht. Und da hat er Level 8. Und wir können wieder graben. Sie schläft noch immer. Sie ist unwohl, warum das? Weil sie Hunger hat. Ah, ich sehe, das ist auch schon wieder das letzte Buch. Nach Schatzgraben. Hier haben wir den Frosch. Und dann graben. Graben. Graben und der Frosch. Dann könnt ihr mal wieder hier eine Weltraum. Jetzt habe ich hier noch mehr Obst in Auspuff stopfen. Toll. Kann ich jetzt auch alles sabotieren bei mir selbst? Aufräumen. Ein Fossil. Seltsame Wanderungen. Das kenne ich noch gar nicht. Weltraumkampf? Gib mir den Weltraumkampf. Ich habe ja Ionenkanonen. Hat er so keine Chance. Frieden? Hyperantrieb verlassen. Verlassen wir den Hyperraum mal. Zoom, das kann ich jetzt wieder. Haben wir irgendetwas bekommen? Nee. Haben wir nicht. So, gucken nach Kapsel. Haben wir 2 wieder. Na, mach auf. Das hat nichts gebracht. Das hat auch nichts gebracht.
Fossile haben wir auch wieder. Das ist die. Brauchen echt ein paar Vitrinen zum Auslagern. Hier sieht's aus im Inventar hier. Fossil. Hat auch nichts gebracht. Es geht mir echt am Semmel hier. Oh, Baumodus. Den werde ich verkaufen. Und das und das. Das und das. So, dann möchte ich einen Schreibtisch kaufen. Schreibtische. Na, das sieht schick aus. Ich stehe jetzt mal hier hin. Stelle ich mal so hin. Dann brauchen wir noch einen Stuhl dazu. Das ist unter Komfort, nehme ich an. Dann sieht doch der schick aus. So, den stelle ich hier mal auf den Boden istweilen. Möchte ich nämlich einen kleineren Tisch haben. Oberflächen? Genau, Oberflächen. So, Esszimmer. Was ist denn das? Der sieht ja cool aus. Ich möchte ein bisschen einen größeren. Der sieht toll aus. Ist hier im Raum etwas frei, ja? Ja, wir brauchen nicht so frei machen. Können wir ruhig hier hinstellen. So, Komfort. Stellen wir da mitten hin. So, jetzt haben wir wenigstens einen schönen Schreibtisch und einen schönen Esstisch. So, soweit so gut. Ihm fehlt hier nichts. So, er darf angeln. Ach so. Mit Köder. Nö. Nee.
ohne Köder. Angeln gehen, angeln gehen, angeln, angeln, angeln. Haben wir erst 3 von, ich glaube 20 Fische waren es. Haben wir 4. Haben wir 9. Jetzt haben wir einen neuen. Das war noch nicht das Geräusch von einem vorhin. Zerbrochenes Fossil. In 20 Stunden muss er zur Arbeit. Ich denke mal, die werde ich einstweilen einfach kündigen. So, Job. Reisen, reisen mit. Job suchen. Job kündigen. Sie hat kochen, eins weiter gemacht. Wer fängt hier tonnenweise Fische? Und da angeln schon auf 5. Angeln gab es ja auch unter Natur. Genau hier. An 4 verschiedenen Orten angeln. 10 Fische fangen. Das ist nicht so schwer. Insgesamt 10 Stunden angeln. Dann 20 fangen. Level 4 der Angelfähigkeit. Ist auch nicht so schwer. 13 Fische aufhängen oder in den Aquarium setzen. Okay, cool. 5 großartige Fänge machen. 6 großartige Level 7 der Angelfähigkeit. Ist alles ziemlich einfach. Und das letzte, 20 Fische mit Köder fangen und 100 Stunden angeln. Level 10 der Angelfähigkeit. Das ist natürlich dann schon etwas anderes. Wo war das? Unter Wissen war das. Okay, also der Stern, der zeigt an, was wir gerade ausgewählt haben. Der Stern beim Symbol. Ich könnte es theoretisch einfach im Moment mal riskieren, wie lange der einfach nicht zur Arbeit geht. Ich habe einen Apfel gefunden im Wasser. Okay. Und ein neuer Fisch. So, er hat schon wieder Hunger. Zu Abendessen gibt es einen Salat. Man darf er duschen. Und oh, Wasser untersuchen. Angel gehen. Das heißt, dann sollte ich eigentlich das Angeln lassen. Dann sollte die ganze Zeit auf Weltraumreise gehen. Vielleicht kriege ich den Meteoriten ja. Weltraum. Rennen. Ablehnen.
Dann nehme ich dann doch mal teil. Auf die Plätze, fertig, los. Tempo beibehalten. Gas geben. Wir geben Gas. Wer bremst, verliert. Ich habe gewonnen. Oh, wir haben irgendetwas Interessantes bekommen. So, er ist zurück. Hui, der war laut. Eine Beere haben wir bekommen. So, eine Sichtung. Sind folgendes gefangen. Apfel. Ich hole mir Apfel aus dem Wasser. Was ich mir wohl noch alles aus dem Wasser angeln kann. So, dann gehen wir hier auf Mopsgeschwindigkeit auf 3. Eine Entscheidung. Versuchen zu kommunizieren. Oder ruhig beobachten. Überall, wo wir irgendwo was machen können. Nett, dich kennenzulernen. Null. So, dann wieder. Weltraum. Weltraum. Machen wir gleich voll. So, kleines Schiff gesichtet. Weltraumduell. Annehmen. Duell. Angreifen. Ich hab gewonnen. Er ist da und schon wieder weg. Herrenlose Rettungskapsel an Bord holen. Wer weiß, was dran ist. Alien an Bord. Fangen. Das fange ich. Alien entflohen. Pech. Was hat er hier jetzt? Angekaute Kabeln, das ist aber nicht fein. So ist es echt nicht mehr fein. Der Alien hat mir die Kabel angeknabbert. Ein UFO habe ich heute bekommen. Sonst nichts ins Weilen. So, was ist echt nicht schön. Oh, eine Figur fehlt. 9 Metalle. Dann 7 Kristalle. 6 Elemente natürlich noch. Die muss ich ja selbst machen. Fußkarten haben wir auch nicht. Und 2 Fossilen noch. Oh, 3 Aliens fehlen noch. Das heißt, da müsste irgendwo die Beere dabei sein. Den Altintwitch haben wir auch noch bekommen. Die Schnecke hatten wir schon. Das ist ein anderes Tier anscheinend. Da haben wir nur 1, 6 hatten wir, glaube ich, oder so. Aber fehlen nur noch 3. Und 7 von 22 Fischen. Es gibt noch Leben. Rufen. Keine Antwort. Tür verriegeln. Schrei der Verzweiflung.
auf der Hut bleiben. Die wollten mich ja Hinterhalt legen, das hatten wir schon. Dienstverweigerung. Reinplatzen, reinschauen. Im Hinterhalt. Mal reden. Heimlich an Bord. Dann fliegen wir halt wieder. Ausflug durchs All. Oh, baufälliges Schiff. Das kenne ich auch noch nicht. An Bord gehen. Im Namen der Wissenschaft. Biologielabor, Geologielabor. Geologenlabor ist mir lieber. Weiter umsehen. Wer weiß, was wir hier finden. Steine, mehr Steine, schöne Steine. Jetzt haben wir zwar ein paar Steine, aber keinen, was wir noch nicht hatten. Jetzt zwei Meteoritensteine wieder. Aber alle, die ich schon hatte. Soweit ich weiß. Mann, nee. Steine? Hier sind sie. Oh, fehlt nur noch einer. Wir haben doch einen neuen bekommen. Ungewöhnliche Meteoritenstein. Das heißt, wenn wir den vierten kriegen, hätten wir die Sammlung fertig. Deswegen bin ich die ganze Zeit auch in All unterwegs. Es kann ja auch nicht zu schwer sein, das endlich zu kriegen. Man muss zu arbeiten 2 Stunden. Das werde ich weit überbrücken. So. Weltall, Weltall, Weltall. Der geht nicht zur Arbeit. Knuffelwurf, wo bist du? Ah, Knuffelwurf. Willkommen im Asyl. Mission preisgeben. Ausreden erfinden. Seien wir mal ehrlich. Die rote Leine. Auf Leine ansprechen, Zwinger untersuchen. Eine dünne Entschuldigung. Tier schnappen. Auf Erklärung warten. Ich schnapp mir das Tier gleich mal. Knuffelwuffel gefunden. 500 Dollar. Naja, also mit Raumfahrten kann ich mir auch meinen Unterhalt verdienen. Könnte man sagen. Aha. Maxis hat ein neues Objekt rausgebracht. Und da ist er schon wieder weg. Baufälliges Schiff. An Bord gehen. Werde ich wieder ein paar Steine untersuchen. Geolog-Labor. Weiter umsehen. Gibt sicher irgendwas.
Sammlung vollständig. Wir haben es geschafft. Bestreben erfüllt. Fehlt bearbeitet. Ist mir doch scheißegal, ob ich Fehler bearbeite. Wir haben es geschafft. Und somit ist die Folge auch zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.